Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen, ich will immer Do-It-Yourself-Video sagen. Wir sind fertig mit Do-It-Yourself mit einem neuen Video. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Ich bin hier beim Matze, das klären wir gleich nochmal kurz ab. Ich habe aber hier oben schon, also vielleicht ist er schon verlinkt, ansonsten müsst ihr später nochmal reingehen. Ich bin seit 2 Tagen jetzt hier bei dir. Genau. Und ich merke das auch an den Knochen. Wir haben unseren Dicken hier ein bisschen autark gemacht. Könnt ihr euch in Ruhe nochmal angucken. Ich bin aber sehr begeistert, kann ich schon mal sagen. Und genau aus dem Grunde möchte ich euch so ein bisschen zumindest mal vermitteln, wo ich das hier habe machen lassen, wer es gemacht hat und hier mal so ein bisschen was zeigen. Ich habe die Genehmigung bekommen, ich darf hier filmen. Jawohl, genau. Nein, also... Matze, wir sind ja hier in Hollys Campergarage. Exakt richtig, ja, genau. Wo ist die? Wo bin ich jetzt hingefahren? Du bist im schönen Schwabenland in Ottenbach gelandet. Ottenbach ist nahe Göppingen und wir sitzen relativ zentral, genau zwischen Stuttgart und Ulm. Okay. Ja. Warum Hollys Campergarage? Ne? Der Nachname von mir, der Hollneicher, wurde dann schon zu meiner Jugendzeit ganz schnell zu einem Holly und so war das dann einfach... Zieht sich das durch. Genau. Das heißt, du heißt eigentlich gar nicht Matze? Mit gebürtigem Namen heiße ich Matthias Hollneicher, bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und seit... Und 2 Hunde? Ja, genau, 2 kleine Hunde. Und seit 2001 Elektromeister des Handwerks. Okay, also, das habe ich aber auch gestern und die letzten Tage schon gesehen. Du weißt, was du tust mit den Kabeln, mit den Kniepacks. Ja. Man sollte wissen, was man tut. Ja. Nein, absolut tipptopp. Du machst Camper. Wohnwagen, Wohnmobile. Exakt. Es findet auch Selbstausbauten zu mir, ja. Jegliche Formen. Aber alles Camping? Alles, was mit dem Thema Camping und Reisefahrzeugen zu tun hat. Du bist selber Camper? Ich bin selber Camper, leidenschaftlich natürlich. Seit? Wie lange ungefähr? Eigentlich prinzipiell schon aus der Kindheit an, ja, das ist richtig. Habe ich auch. Mit langer Unterbrechung dann und konnte dann mit großem Glück dann meine Frau und auch davon überzeugen. Und die hat ganz schnell auch Gefallen dran gefunden, die Kinder ebenso. Und so sind wir dann zur Camperfamilie herangewachsen. Ja. Geil, ne? Ist das schönste Hobby, das schönste Urlaub der Welt. Für uns Camper. Für uns definitiv. Aber soll bedeuten, du weißt genau, wie so ein Hobel hier aufgebaut ist. Ja. Du kennst dich hier mit der Technik aus. Du weißt, also das haben wir ja auch schon alles gesehen. Du kannst alles Mögliche hier einbauen rund um Camper. Ja. Ja? Du machst aber nur Aufbau, also keine Fahrzeugtechnik. Exakt. Fiat, ja. Citroen oder so. Ja. Also es finden hier in der Werkstatt bei mir keine Kundendienste statt. Ich wechsle keine Bremsbeläge oder sowas. Okay. Alles dies gehört zum Kfz-Gewerbe, das ich nicht gelernt habe. Ich habe die Elektrotechnik gelernt. Mhm. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Exakt, so ist es. Ja? Daher. Was machst du alles? Was kannst du alles hier am Standort? Also ganz klein, natürlich sind... Lithiumbatterien, Wechselrichter, Ladetechnik wie Ladebooster, Solaranlagen. An Wassertechnik sind wir schon dran, dass wir da oftmals Optimierungsarbeiten durchführen. An LED-Beleuchtungen, die nachgerüstet werden. Ich bin Titronic Premium Safe Lock Partner. Also das heißt, ich darf die Alarmanlagen in die Fahrzeuge einbauen und habe auch die Möglichkeit, die originalen Fahrzeugschlüssel dementsprechend umzuprogrammieren. Genau, die haben ja so eine Kodierung dann. Exakt, ne? Genau. Gerade bei Fiat, glaube ich, ist halt ja so. Im Speziellen der Fiat, der sehr großen Bedarf an Alarmanlagen hat, ja. Jetzt Satellitenschüsseln? Auch, wird aber zunehmend weniger. Aber, zugestehen. Aber wenn einer sagt, ich brauche unbedingt eine, ja. Eine neue Oyster oder was weiß ich, alles dann machen wir. Dann habe ich jetzt gestern und die letzten Tage hier gesehen, du hast auch Antennen, natürlich, DAB, ja, DAB. Exakt, natürlich spielt der DAB-Radioempfang ein sehr großes Thema bei den Wohnmobilisten. Genauso natürlich auch, wie jetzt immer mehr kommt, die Internetgeschichte, WLAN-Antennen aufs Dach und so weiter, bedienen wir natürlich auch. Was noch dazu gekommen ist jetzt seit geraumer Zeit, wir sind autotherm
Partner, das heißt, wir bauen auch noch die Diesel-Luftstandheizung in Fahrzeugen ein, genau. Wie gesagt, das kam durch die Selbstausbauer, die dann zu mir finden und mich um Unterstützung bitten, dann dementsprechend bei der Elektrotechnik und so. Das Portfolio erweitert sich immer langsam und Stückchen für Stückchen an Dinge, an die wir uns herantrauen und wir scheuen uns nicht vor den Aufgaben, wir nehmen es als Herausforderung an und versuchen das mit bestem Wissen dann dementsprechend umzusetzen. Jetzt habe ich auch draußen schon gelesen, Easy Reich, Truma, du bist ja hier Partner von vielen. Mir ist wichtig, dass ich mit den Herstellern direkt in Kontakt stehe, weil ich denke, dass so, es kann immer mal vorkommen, dass jeder Hersteller mal ein Problem mit seinen Produkten hat. Und wenn ich dann direkt mit den Herstellern arbeite, denke ich, kann ich dann meinen Kunden dann in einem blöden Falle dann halt einfach auch sehr schnell helfen. Ja, das ist, exakt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, ich kann es jetzt aus Erfahrung sagen, man merkt es, der Matze, der lebt den ganzen Rotz, sagt man bei uns im Revier. Absolut richtig. Ja, mit Leidenschaft dabei und was mich massiv beeindruckt hat, sage ich dir ganz ehrlich, und ich kriege auch ein bisschen Entenpille, siehst du das? Oh, ja. Was gestern hier passiert ist, das hat mich beeindruckt von der fachlichen Seite, von der Kompetenzseite. Wir haben ja dieses D-Plus-Signal gesucht und man weiß es, wenn nicht gerade den EBL hat, also so einen Elektroblock von Schaut, dann wird es relativ, oder kann es relativ kompliziert werden. Ja. Aber hier, bezogen auf, wir haben es ja nicht gefunden, wir konnten es nicht messen, sagen wir mal so, laut Sicherungskasten ist der wohl auch da, wir konnten aber nicht messen. Parallel dazu sind wir auch dazu gekommen oder drauf gekommen, dass auch die Trittstufe nicht geht, aber dass die dann immer ging, die macht ja so ein Signal, dann kannst du es einfahren, pipapo, der ein oder andere kennt es. Und jetzt diesen Switch zu machen zwischen, wir haben gar kein Signal, kein messbares Signal, es ist aber im Sicherungskasten drin. Eigentlich vorhanden, ja. Stand da drin, Klemme 13, Platz 13 oder was weiß ich, was das war. Ja. Und dem geht es nicht. Und dann wirklich über den D-Plus-Simulator zu gehen, das Ganze umzuswitchen, weil vermutlich da in dem Block eine Platine oder der Steckplatz nicht mehr wirklich sauber funktioniert. Ja, weil das ging von heute auf morgen kaputt. Ja. Und das hat mich beeindruckt, ganz ehrlich. Und deswegen kann ich auch nur empfehlen, geht in eine Fachwerkstatt, macht es von Anfang an richtig, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und dann wird auch sowas beseitigt mit dem Kabel, sagen wir mal ehrlich. Und Wissen. Ja, die Kompetenz. Aber das hat mich richtig beeindruckt und das fand ich mega, muss ich ganz klar sagen. Dankeschön. Chapeau, danke. Danke. Wir gucken gerade raus, du warst mal in dieser kleinen Garage da. Richtig, ja. Und bist jetzt geswitcht in einem Respekt. Kleines Paradies, ja. Ja, muss man schon wirklich sagen. Respekt. Ja. Das ist schon keine kleine Butze mehr. Mhm. Hast einen Mitarbeiter. Richtig, ja. Wie lange bist du jetzt hier am Standort oder wann bist du umgezogen? Umgezogen hier in die große Halle bin ich genau zum 01.01.2021. Okay, ganz frisch. Ganz, ganz frisch. Und wir haben uns super schnell eingelebt hier in die neue Halle. Und die Kunden, die dann zu mir finden die Halle genauso toll wie mir und fühlen sich geborgen und aufgehoben. Ja, hier passen locker drei dicke Trümmer rein. Ja, das... Das funktioniert gut? Das ist ausreichend. Ja. Das muss gar nicht so groß und so allmächtig werden, weil ich denke, sobald es dann anfängt, so groß und allmächtig zu werden, dann leidet die Qualität darunter. Und das du ist etwas, möchtest die Manufaktur bleiben? Ja. Nein, Qualität ist mir das höchste Gut. Ja, ja, okay. Dass ich mit meiner handwerklichen Kraft schöpfen kann. Ja. Und das... Das ist eine Philosophie, die kann ich komplett das Ding unterschreiben. Und die lebe ich. Machst du auch zum Beispiel Gasanlage oder irgendwas mit Gas? Ja, also es besteht die Möglichkeit, bei mir auch Gasprüfungen durchführen zu lassen, Gasflaschen, Tankanlagen einbauen zu lassen, Duo-Controls, allgemeine Prüfungen, Crash-Sensor, Gasfilter, all dasjenige. Mache ich zwar nicht selbst, ich habe einen guten Partner, der kommt dann zu mir, macht es hier bei mir vor Ort, aber die Abwicklung findet natürlich dann über mich statt, einfach um dem Kunden dann dementsprechend auch so wenig Ansprechpartner wie möglich. Ja, das heißt, du bist der Garantie-Gewährleistungspartner. Exakt, ja. Sehr gut. Ja, ja. Jetzt haben wir gestern mal darüber gesprochen, über Klebefolien zum Beispiel. Mhm. Das machst du so in der Form jetzt zwar nicht, aber du machst, wenn einer so
Schriften haben will, ein bisschen individueller Slogans oder ich weiß nicht was, oder sein Konterfei vielleicht. Ja. Da ist dein Mitarbeiter, glaube ich, ein Stück weit dabei. Mein André, der ist da ganz fit in der Geschichte. Den hätte ich heute gerne vorgestellt, der hat aber leider frei. Ja. Das Wochenende, Samstags. Da ach ja, ist auch schon Samstag, auch das. Ja, alles gut. Ja, also ich sag mal so, wenn dann, es ist kein Hauptding, das wir so offen präsentieren, aber wenn Kunden bei uns sind und es werden Arbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt und der Kunde hat dann noch das als Zusatzwunsch, dann erfüllen wir ihn den natürlich. Wir haben dann schon einen Kunden gehabt. Im Zuge eines Auftrages, wenn da sowas kommt, aber jetzt nicht hier anrufen, hör mal, ich brauche mal ein Logo oder irgendwie sowas. Nee, das macht das eher nicht. Nee. Okay. Nee. Aber mal im Hinterkopf behalten, wenn ihr was Schönes noch haben wollt und ihr lasst euch hier eine Truma D6 einbauen oder so. Ja, zum ich freue mich auch tatsächlich, dass ich jemanden gefunden habe, dem ich zu 100% vertrauen kann. Ich habe es jetzt auch schon ein bisschen getestet. Okay. Ja, ich bin so, weil ich möchte jetzt hier auch kein Mist erzählen. Und womöglich kommen sie dann später auf mich zu und sagen, das ist aber, Matze hat es ja wohl nicht mehr alle. Nee, klar kann er auch mal einen schlechten Tag erwischen, wie auch immer, aber das ist ja alles normal. Es kann auch mal stressig sein, aber in der Regel ist mir das schon sehr wichtig. Also ich mache schon seit über 25, 30 Jahren mache ich jetzt schon Kundendienst und Service. Den Service, den muss man leben. Ja. Und das spüren die Kunden dann bei mir auch ganz schnell, dass sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen können. Ja. Natürlich kann es dann durchaus sein, dass man dann an einem Tag mir eine Nachricht zukommen lässt und vielleicht nicht sofort aufgrund der Masse der Arbeit momentan ich nicht gleich sofort am gleichen Tag antworten kann. Aber es wird sehr schnell und sehr zeitnah auf die Frage. Wäre ein Thema, wie weit sind deine Terminierungen voraus? Gut, bei jetzt momentan sind wir bei der Terminierung Ende Mai, also so circa 6 Wochen im Vorlauf. Ja. Läuft. Ja. Kann man so sagen. Ne? Ich meine, das boomt auch gerade sehr gut. Ne? Die Putze ist voll, wie du sagst. Genau, die ist rappevoll. Draußen hast du auch noch ein paar stehen, die warten noch. Ja. Ich bin aber auch gleich weg, ich mache gleich Platz. Mhm. Was ist denn, wenn ich jetzt hier anreise? Hast du irgendwo die Möglichkeit, dass ich mich hier abends schon mal hinstellen kann oder sowas? Ja, also ich habe jetzt nicht in dem Sinne richtige Stellplätze mit Entsorgung und Strom, aber es gibt immer die Möglichkeit, dann bei mir dann abends anzureisen. Es wurde bis jetzt jeder Kunde für die Nacht dann notdürftig dann noch versorgt, wenn er irgendwas gebraucht hat. Aber in der Regel, die eine Nacht seid ihr ja eigentlich autark genug, dass ihr dann bis zum nächsten Morgen dann bei mir vor dem Tor dann übernachten könnt. Und dann startet man dann am nächsten Morgen dann um 8 Uhr dann in die Projekte. Und aber du könntest auch theoretisch ein Kabel ziehen. Definitiv. Ja. Ich sage ja, die werden dann versorgt, wir legen den Kabel so, los. Oftmals sagen sie, ja, brauche ich nicht. Dann sage ich immer, ich lasse liegen, falls ihr es doch braucht das nur nehmen, einstecken und dann ist alles gut. Ja. Ja, und ja, ich habe die Möglichkeiten und die Örtlichkeiten, dass die Kunden bei mir auf die Toilette gehen, wenn sie duschen wollen. Es gibt eine Dusche, wo sie duschen können. Stimmt. Dementsprechend also. Ich habe 2 Nächte hier verbracht. Ja. Nein, funktioniert ja. Ja, so soll es auch sein. Gut, dann haben wir das soweit geklärt, oder? Ja. Wenn grundsätzlich noch Fragen sind, schreib es unten rein. Wenn du das vielleicht mitliest, kannst du gerne mitbeantworten. Da ich ja deinen Kanal abonniert habe, würde ich es mit Sicherheit mitverfolgen. Ja. Ach, hast du abonniert? Ja. Danke. Wir zeigen noch mal einen kleinen Rundgang. Gerne, ja. Vorne Empfangsbereich und ja. So. Ja, gerne. Dann machen wir das. Okay. Ihr seid dabei. Oh ja. Hier befindet sich der Empfangsbereich von Holly's Camper Garage. Wir sind noch eine kleine Firma, somit ist dieser Platz nicht dauerhaft besetzt und die Kunden müssen dann halt heiß manchmal dann klingeln, aber die Sekretärin, die ist dann 3-mal in der Woche da und ja, auch tolle Kunden hat man dann in der Kundschaft, die einem dann solche kleine Geschenke dann überreichen. Ja, ja. Empfangsbereich. Ja, völlig. Mehr kann ich dazu. Völlig schick. Ja, absolut. Hier kannst du noch schön sitzen lassen. Eine kleine Gespräche führen, genau, Beratungsgespräche mit den Kunden dann dementsprechend. Und ja, hier gibt es dann ein kleines Büro natürlich dann von dem Chef selber auch. Ja, okay, das ist jetzt privat. Hier werden die Big Points gemacht. Die großen Angebote geschrieben, genau. Ja. So, dann. Im Flurbereich mit einer schönen Scheibe, wo man dann reinschauen kann in die Halle.
Das fand ich ganz charmant. Überwachung. So diese gläserne Manufaktur. Ja, ja, unbedingt. Immer kleine Sozialräume, dann dementsprechend hier Toilette mit der Dusche. Jupp. Für Männchen und Weibchen. Und hier gibt es dann noch einen kleinen Aufenthaltsraum, Teeküche, wenn die Kunden dann bei Arbeiten nicht unbedingt bei uns in der Werkstatt sich aufhalten möchten, sondern auch mal ein bisschen Rückzug, weil sie ein Buch lesen wollen oder so, können sie sich dementsprechend dann hier aufhalten. Kaffee gibt es natürlich bei mir auch immer zu trinken. Sehr gut. Und dann gibt es natürlich dann noch den Durchgang in die Werkstatt. Okay, hier hast du noch so Arbeitsplätze. Und dann zeigen wir vielleicht einmal so das große Ganze. Gucken, dass ich kein Nummernschild, das ist ein Kundenfahrzeug. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Na, wie gesagt, wir fühlen uns wirklich richtig wohl hier drin und dann macht das Arbeiten natürlich noch doppelt so viel Spaß. Das ist ein schöner Abschluss, ehrlich gesagt. Matze. Ja. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, dass du tipptopp gearbeitet hast an unserem Diggin. Sehr, sehr gerne. Und würde deinem letzten Wort auch nichts mehr hinzufügen, danke. Würde ich nicht mehr. Ich mache mich jetzt auch gleich auf die Socken. Ist noch schön Wetter. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Dortmund. Und bedanke mich. Sehr gerne. Bedanke mich, dass ich hier filmen durfte, dass wir hier ein bisschen was zeigen durften. Für euch da draußen, schaut mal auf der Homepage nach, ruft mal hier an. Gerne. Hier geht der Chef noch persönlich ans Telefon. Absolut, jawohl. Und würde mich freuen, wenn ihr vielleicht eine super Werkstatt findet. Vielleicht kommt ihr auch aus der Nähe, Stuttgart, Ulm, was weiß ich, Göppingen. Mhm. So. Sowas in dieser Richtung. Ihr könnt aber auch gerne von weiter anreisen. Draußen ist ein Stellplatz oder die Möglichkeit, sich hinzustellen. Ich hab jetzt auch 500 Kilometer abgeschrubbt. Es hat sich aber gelohnt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch hier viel Erfolg noch für das Weitere. Danke dir. Und jetzt aktuell ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir ebenso. Ja? Auch ich sage dir ganz herzlich Dankeschön, dass du zu mir gefunden hast und den weiten Weg auf dich genommen hast. Und es freut mich umso mehr, dass ich dich überzeugen konnte von meiner Arbeit und der Qualität der Arbeit. Und wobei, ich mache noch ein Fazitvideo, aufpassen. Ja. Und ich denke, du hast dich auch wohlgefühlt, die zwei, drei Tage hier. Und absolut. Dann war es ja eine Win-Win-Situation. Definitiv. Und so soll es sein. Also wirklich, absolut. Prima. Also, bleibt sauer, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und ruft mal hier an. Ciao, bis bald. Tschüss.